Vampire. Die Freude an der Ewigkeit durch den Genuss vom Leben der anderen. Abseits ihrer Unsterblichkeit sind sie es auch in Filmen, Büchern, Videospielen, wo sie mal pikant, prachtvoll düster, mal bescheiden rüberkommen. Ich bin der, der immer den Comics nachfühlt, zumindest die, die meine Wenigkeit sich vorknüpft. Guter Vampir, böser Vampir heißt es bei American Vampire. Pearl Jones unter der Hoffnung stehen, dass sie eine große Sternschnuppe im Nachthimmel Firmament Hollywoods wird. An ihrem Aufstieg sind nur zwei Blutsauger interessiert. Es stellt sich heraus, dass die beiden Agenten einer Vampirherrschaftselite entstammen, die Amerika einnehmen will. Ein komplettes Jahrhundert stellt sich Pearl mit anderen westlichen Nosferatu, insbesondere einen Skinner Sweet zusammen, der noch zu Cowboy-Zeiten gern Süßes naschte und es seit Grabausbruch nicht abwarten kann, all die modernen Köstlichkeiten zu probieren. Der Virusfluch ist beschränkt auf des gebissenen Herkunft. Bist du melaninanteilhaltiger Steppenbewohner, macht dir die Sonne gar nichts. Umgekehrt ist's aber, wenn dein Ursprung eine klimagemäßigte Zone ist, in der Lichtstrahlen spärlich zu sehen sind, sprich Rumänien, England. Die nationale Herkunft bewirkt auch unterschiedliche Anfälligkeiten für unterschiedliche Stoffe. Vampire amerikanischer Blutlinie vertragen kein Gold, während die Schwachstelle der europäischen aufs klassische Silber setzt. Glaubt man, dass dieser globale Konflikt der Vampirfängen ohne Menschen stattfindet, hat Travis Kidd nicht mit einberechnet, die auf geniale Art und Weise Vampirjäger unkonventionell das Bluten beigebracht bekommen. Scott Snyder hat dank Stephen King einen Partnerstaat hingelegt, der Stärke besitzt für 34 Ausgaben inklusive Nebenstränge. Ich lüge nicht, wenn man sich auf den ersten Blick hauptsächlich von Raphael Albuquerques Wasserfarben hin- und wegreißen lässt. Daher schön ranmachen mit dem zweiten Omnibus. Öffnen wir unsere Arterien für einen hungerleidenden Gestraften aus DCs Counterpart Marvel. Morbius. Ein durch ein Experiment missglückter Spider-Man-Gegner, welcher nur als fälschlicher Vampir durchgeht, da er bei der Nahrungssuche gänzlich Plasma benötigt. Wie eine Fledermaus. Er ist auch nicht ekstasisch betäubt, ähnlich seiner Kollegen, sondern gestillt. Neben ein paar Marvel-Gastauftritten kommt eine Teufelsanbeterin und findet Gefallen an seinem dämonischen Äußeren. Daraufhin wird er verschleppt durch verrückte Dimensionen, in der Katzenmenschen vorschlagen, das Blutdurstproblem mit ihrer Überbevölkerung zu lösen. Auch das fällt ihm irgendwie schwer und er kriegt wirklich fast einen blutigen Kotzreiz, wenn er hochprivilegierte Vampire im Übermaß schlürfen sieht. Wirkt streckenweise abgetragen komisch. Meine Lieblingsstelle ist die, in der einem Werwolf eins mit dem Oberschenkelknochen eines Riesenfaultier überzieht. Abheben der bunten Seiten tun die Schwarz-Weiß-Vampire-Tales-Ausgaben, die ein authentisches Gefühl des Unbehagen vermitteln. Morbius verleiht es so etwas Verzweifeltes, so etwas Morbides. Der Omnibus von Steve Gerber könnte Fans von iZombie gefallen, die ins Theatralische rutschen. Und er hat einen klasse Kinski-Seiteneinband. Geblieben noch im Verlage des schneeschriftigen Roten Wunder, macht ein Halbling die Nachtwelt unsicher. Die Rede ist vom Black Power von Hellsing Blade. Comic und Film ergänzen sich prima, da braucht keiner Enttäuschung einer fatalen Umsetzung hinzunehmen. In den gesammelten 90er-Ausgaben von Blood and Chaos ist der Steilzink Morbius wieder da und arbeitet als Beschatter eines Mädchen für richtige Vampire. Blade lernt währenddessen eine Dame kennen, die ihn darauf aufmerksam macht und leichte romantische Kontakte dringen durch. Plus er unterwandert einen vampirverseuchten Schildring, welcher angeführt ist von einer königlichen Hoheit. Dabei wird er selbst geistig unterwandert. Hätte man sich an dem orientiert, was Blade hier abbildet, wäre statt Wesley Snipes Ronnie Coleman sein Darsteller. Bart Sears ist wahrlich ein Zeichenkenner seiner Zeit. Blade von Guggenheim. Superheldenadäquat tastet es sich an Eric Brooks Historie, wie er einem alten Mann Jamal Afari vor Vampiren schützt, woraufhin Daywalker als Revanchierung alles zur Bekämpfung dieser erfährt. Was Blade auch lernt, ist, sich dem Marvel-Universum zu fügen, insbesondere wenn die Chance mit inbehalten ist, den Blutdurst loszuwerden. Teils abgrottig gezeichnet, aber mit eigenem Charme. Rubin und Saphir in der Schmucksteinkiste gelassen, durchforsten wir die kleineren Mineralien. Spawn Blood Feud. Es passieren seltsame Dinge. Eine formlose Silhouette massakriert Bewohner der Stadt, ohne dass Al es mitbekommt. Der Verdacht fällt natürlich auf ihn. Dem Ganzen nimmt sich Monsterjäger Senska an, der aber nicht aus reiner Herzlichkeit für die Menschheit dies tut. Wäre ein interessanter Antagonist in Curse of the Spawn, dafür gab's nur ein Schnell-Cameo in Spawn 301. Alan Moore erlaubte sich aus seiner Anti-Establishment-Höhle rauszukriechen und uns eine für seine Verhältnisse unterdurchschnittliche, dennoch gute Horrorgeschichte zu präsentieren. John Senska ist so mysteriös wie brutal. Allein aus reiner Potenzdarbietung einen Wachmann zu durchfüßeln, spricht schon für die Ankündigung gleich der Auslebung eines Charakters. Künstler Tony S. Daniel arbeitet stets nach blasser McFarlane-Vorgabe. Weniger vital geht's in Baltimore zu.
Erster Weltkrieg. Monster, Seuchenhunger, beide Seiten sind von der Katastrophe angeschlagen. Als ein junger Soldat auf dem Schlachtfeld mit Riesenfledermäusen zu tun hat, hackt er einem das Auge durch, während sie sich von seinem Bein aufwärts hochfressen will. Zu Hause entkommen dem ganzen Wahnsinn, starrt die gulisierte Gattin ihn einfach tot an. Damit dachte sich der junge Mann, der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Das ist der Anfang Baltimores tragischer Geschichte. Während sich sein Gesinnungsvetter Captain Ahab mit nur einem toten weißen Wal zufrieden gäbe, will unser Holzbein die Brut beim Schopf packen und legt sich mit einer Naturgewalt an. Dunkle Mythen, okkulter Hokuspokus, furchterregende Kreaturen, alles wofür man Mike Mignola Comics und Guillermo del Toro Filme preist. Der erste Band hätte als runde Sache so stehen können, der zweite kantet für die, die unbedingt diese Sache zu Ende sehen wollen. Grafisch dargeboten von Ben Steenbeck, der beste Künstler im jetzigen Mignola-Amblissement. Noch ekliger, noch lebloser ist die passende Analoge zu Guillermo del Toro. Kommt seine Version der Vampire endgültig nach mehreren Skizzen in Filmen hinweg überarbeitet in The Strain. Bei einem Flugzeugunglück sollen die Verunglückten auf Kontamination geprüft werden. Die, die sich geweigert haben, verantworten das, was Holocaust-Überlebender Abraham Zetrakian versuchte, 70 Jahre zuvor einzudämmen. Eine Seuche, wie sie mit jeder Katastrophe im Bunde steht, die Sonne zu verdunkeln. Tschernobyl sei an der Stelle ein gutes Beispiel. Vorfälle eines solchen Maßes sind Vorhaben des Meisters, der von Gas unwissend in einem schrankartigen Sarkophag in der New Yorker Frachthalle gelagert wurde. Das wäre alles natürlich nicht möglich ohne seine rechte Hand. Thomas Eichhorst, Offizier der SS-Division, hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Abraham, in der Serie hervorragend übernommen von Richard Semmel, der einen glitschigen Nazi abgibt. Gewappnet im Zetrakian-Widerstand verkehren frisch geschiedener Vater Goodweather, der seinen Sohn aus den Klauen der infizierten Mutter retten will, er ist der uninteressanteste, anwendbarer ist Wassili Witkowski, der Rattenfänger, ist ein Mann des Groben und Präzisen. Wer Film, Comics, Bücher kennt, der vermutet meine Sandwich-Zubereitung dreier Medien, um es so vollendet zu erklären, dass man sich geneigt fühlt, alles aufzusuchen. Denn der Unterschied in den Auslegungen ist geringer als die Ergänzung. Der Serie stellt man nach, dass sie den Horrorfokus verlor und ab Staffel 3 Richtung Drama windete. Den Comics, dass sie genau ab derselben Strecke fade und emotionslos sind und die Bücher, naja, es kommt keine Datsch drin vor. Warum erzähle ich euch das Zueinandergespiele? Der Graphic Novel sollte doch im Vordergrund sein. Weil ich als Fan der Serie die Gelegenheit mir vornehme, sie das letzte Mal anzusprechen. Oder meint ihr Leute erinnern sich an das, was das bessere Walking Dead hätte sein können? Die Budgetkürzungen waren auch für die Trimmung der fünften Staffel verantwortlich. David Lapham schreibt kuriose Geschichten, die nicht die Qualität haben für Übernahme Guillermos Buchadaption. Ungewöhnlich, dass es halbwegs gerade Wellen aufschlug. Die schrägen Zeichnungen des Mike Huddleston passen sich umso besser dem Ganzen an. Die Strigois sehen viel gruseliger aus. Dieser wabbelige Truthahnkörper entspricht mehr einem eckzahnlosen, lichtempfindlichen Wurmvampir als das wieder in der Serie eingeführte Filmklischee. Gibt man den Comics noch weiteren Vorrang, sollte Quinlan Vampire Hunter aufschnappen. Über dem Halbblüter verlor ich im Dampir-Video ein paar Worte. Eine antike Daywalker-Geschichte mit Goonies-Tendenzen. Einfacher als auch unbesonder scheint's in der arktischen Gegend Barrow, Alaska, bei 30 Days of Night von Steve Niles. Vampire, die die Gesellschaft unterwandern, sind nichts Spezielles mehr. Sollte sich die Sonne dazu beschließen, in einem 30-Tage-Zyklus dicht zu machen, schaut's brenzlig aus für den gesunden, plasmahaltigen Homo sapiens. Stella Oldman will sich bei den Blutsaugern für ihren toten Mann rächen. Sowas ist natürlich schneller vorgenommen als erledigt. Deshalb greift ein verstümmelter Vampir der alleinstehenden Dame unter die Arme. Der zweite Band ist ein Handlungskabinett mehrerer Abschnitte. Vom Stalingrad, wo Bolschi mit Nazis zu slawischen Zusammenhalt finden, ein Doktor, der zu viel der eigenen Medizin nascht, der Sorgerechtsstreit um einen Blutsäugling und ein Vampirjäger, geformt nach Zombielands Tallahassee. 30 Days of Night ist geheimnisvoll und gibt nicht viel Preis. Wieso das mit der Sonne oder den Vampiren? Nein, schlichtweg das Klarkommen der Situation. Alles halb so kalt ohne Ben Templesmith, der in die Minusgrade gestaltet. Man spürt richtig die Kühle bei dem Blau-Grau-Farbton, der einem sich heimlich selbst aufwärmen lässt. Zumal sind das die seelenlosesten Vampire, die ich je gesehen habe, mit ihren schwarzen Augen und Nadelzähnen. Die von IDW gestartete Reihe erschien in Deutschland unter Heften, Sonder- und Sammelbänden. Jedoch kaum komplett. Vielleicht erbarmt sich Crosscut, uns weitere Abenteuer rüberzuschicken, oder sie drucken das Akte X Aufeinandertreffen nach. Selber Verlag, selber Autor, beendet meine Liste.
In Epilog erwacht ein gebissener Mann mit mürben Erinnerungen, wie seine Familie von blassen Menschen in den Wald gezogen und getötet wurde. Ein Bär läuft ihm überm Weg. Rasch stillt er seinen Hunger, doch nur den nach Blut, der nach Rache rast. In der Stadt machen grauenvolle Todesfälle täglich Schlagzeilen. Zwar handelt es sich um Verbrecher, wäre aber unter diesen zufällig kein Zivilpolizist gewesen, würde sich die Hetzjagd der Bewohner und Vampiren, die davon Wind kriegen, ersparen. Steve Niles zog mit dem besten Ekelkünstler ein Fach aus der Superheldenschublade für Vampire. Wohl eher der Antihelden, jemand, dessen Hauptabilitäten durch den Verzehr anderer steigen, kann nicht zimperlich sein. So hoffe, mit der Liste konntet ihr was anfangen, dürfte dieses Mal nicht zu viel unbekanntes Zeug drin gewesen sein. Bleibt artig, ihr Süßigkeitenfänger.